Mann zur Segnung des Feuerwehrautos eingetreten. Herr Oberinspektor, danke für die Meldung. Festakt und Fahrzeugsegnung durchführen. Jawohl, Festakt und Fahrzeugsegnung durchführen. Sehr geehrte Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, geschätzte Gäste, ich darf euch im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Eigen sehr herzlich zur Segnung unseres Kleinlöschfahrzeugs sowie unserer Tragkraftspritze recht herzlich begrüßen. Schütze die Menschen, die sich selber für andere in Gefahr begeben, nach dem Beispiel des heiligen Florian. Und lass ihren Geist der Kameradschaft wie ein helles Licht aufleuchten. So segne Fahrzeug, Menschen, der allmächtige und der lebendige Gott. Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, Herr Pfarrer, vielen Dank für die Segnung. Ich ersuche nun unseren Abschnittsfeuerwehrkommandanten um seine Worte. Werte hohen Ehrengäste, darf ich sagen, weil es so viele sind und so nett anzuschauen, sage ich, alle in die Dirndl gleich ab. Es gefällt uns sehr gut, uns Feuerwehrkameraden. Zum Kommandanten darf ich sagen, er hat ja gesagt, dass die Hebamme vielleicht Glasl anwaschen muss. Kann sein, dass der Kommandant und Bürgermeister morgen Stau saugen muss. Das war nicht. Wir dürfen bei unserer Feierlichkeit wieder eine kleine, aber feine Abordnung aus unserer Partnerfeuerwehr oder von unserer Partnerfeuerwehr aus Obertiefenbach im deutschen Bundesland Hessen bei uns begrüßen. Sie sind gestern schon angereist. Wir haben den gestrigen Abend bereits mit durchaus intensiver Kameradschaftspflege verbracht. Ich darf da recht herzlich gratulieren, Kamerad. Ich war 1985 auch schon in Vöcklabruck. Wahrscheinlich habe ich die sogar gesehen. Und es freut mich, dass ihr so einen weiten Weg auf euch nimmt und dass die Freundschaft da noch hält. Dankeschön. Gell? Ja, und wir danken dafür, dass wir von Anfang an immer hier als Gast angenehm angekommen sind und dass wir miteinander wirklich schöne Kameradschaftspflege machen können. Gerne. Gell? Und damit darf man die nochmal auszeichnen. Gell? Vielen Dank. Genau. So. Ja. So. Guter Stoff. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. So. Ganz herzlich gratuliert. Ja, vielen Dank. Glückwunsch. Herzliche Gratulation. Ja. 1985 war ich in meiner Arbeit, da haben wir sie noch nicht kennengelernt. Herzlichen Glückwunsch als Brandler, als Bürgermeister. Dankeschön. Der Wehrführer, gell? Immer. Ja. Ehemaliger Wehrführer. Vielen Dank. Danke gerne, auch im Namen der österreichischen Feuerwehr für deine Arbeit, für deine Freundschaft, dass du gerne nach Österreich kommst und darf auch dich auszeichnen. Hat immer Spaß gemacht. Ja, das ist wichtig. Danke schön, liebe. So, ich darf die Urkunde überreichen. Herzlichen Glückwunsch zur Verdienstmedaille. Dankeschön. Okay, Sie haben es sicher verdient. Danke. Alles Gute. Herzliche Gratulation, wir sind jetzt Ordensbrüder. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, ja, ich bin keine Feuerwehrlerin, darum habe ich auch keine Uniform. Darum habe ich mir gedacht, ziehe ich ein schönes Gewand an. Weil das ist auch ein wenig Wertschätzung euch gegenüber. Und ich bin heute in Vertretung vom Landeshauptmann da, komme aus der Gemeinde Altmünster im Nachbarbezirk. Freut mich, dass ich natürlich da herkommen darf. Und ich hoffe, dass sich der Landeshauptmann und die Landesrätin bei der Unterstützung nicht lumpen haben lassen, weil sonst müsst ihr mir sagen, sonst muss ich ihnen das ausrichten, dass das so nicht geht. Also das nehme ich mir dann auf alle Fälle mit. Sie haben mir alle zwei ein viertelstündiges Referat geschickt. Ich glaube, es wird mir es nicht verübeln, wenn ich sage, ich werde aufgrund der Kameradschaftspflege die zwei Referate jetzt nicht vorbringen. Die Musi hat beim Zug den Bozner Bergsteigermarsch gespielt. Ich mache das ein bisschen auf einen Umweg. Ich zahle jetzt dann der Musi einen Dobeliter und ich hoffe, dass die dann im Zelt drüben den Bozner Bergsteigermarsch fertig spielen.
weil ich glaube, das trägt dafür die Feuerwehr bei, weil da kommt was in die Kasse und Musi hat was zum Trinken und ich hab zur Musi, die was spült. Also das ist ein kleiner Kreislauf und ich glaube, das war ganz sinnvoll.